sind auch geil hier. Ahoy Chips. Gibt es auch in 1000 Varianten mit Reese's eingebaut. Hatten wir letztes Jahr in Orlando. Die waren auch richtig, richtig geil. Die habe ich auch schon 1000 Mal gesehen. Shrimp Creamfield Oreo. Müsste ich eigentlich mitnehmen. Mach doch. Das ist aber viel zu viel. Wir haben schon eine Packung Oreo Birthday Cakes. Die zeige ich euch gleich. Das ist dir doch egal. Ja, das schafft man gar nicht. Da muss man schon was wegschmeißen. Aber man ist halt nur einmal in Amerika. Die werden zerstört. Guck mal, für deine Mutter. Ja. Dulce de leche Chips sind auch geil. Also von diesen Cookie-Varianten gibt es hier die geilsten Varianten. Da weiß man immer gar nicht, was man nehmen soll. So, jetzt kommt hier unsere eindeutige Empfehlung für alle, die sich Oreos kaufen. Kauft auf jeden Fall die Golden Edition. Schmecken aus meiner Sicht viel geiler als die dunklen. Und dann in der Birthday Cake Variante. Die geilsten Oreos, die ihr kaufen könnt. Aus meiner Sicht. Und Julias auch. Ja? Seht ihr auch hier alles noch da? Von denen gibt es wieder nur noch drei Packungen. Alan, 241, please. Alan Morris, 241, please. Alles klar. Die sind auch ständig überall ausverkauft. Haben wir schon gekauft. Ganz normale Eier. Nicht Organic oder Bio, wie man in Deutschland sagt. Organic ist hier noch teurer als in Deutschland. Hier. Alle Europäer oder Deutschen, die halt gerne Wasser mit Kohlensäure trinken, gibt es hier mal sehr limitiertes Angebot. Ich glaube, Pellegrino, Perrier, das war's. Alles andere ist stilles Wasser. Ja, ich brauche noch welches. So, die Damen brauchen noch welches. Ja, dann bedienen Sie sich. Nimm mir mal 2 davon in den Glasflaschen, die schmecken am besten aus Glasflaschen. Ja, aber nur da. Nicht, ne? Doch, hinten. 2 Stück bitte. Nein. Nein. Warte mit. Ja, wenn du auch eins möchtest. Zobi Water. Zero Calorie. Und das gleiche mit den Oreos. Acai Raspberry. Die beliebteste Variante ist auch ständig überall ausverkauft. Deswegen, wenn ihr welche kriegt und die geil findet, alle mitnehmen. Was es dann sonst immer noch gibt, Pringles, es gibt sogar Fat-Free hier, ich weiß nicht, wie sie das wieder machen, Fat-Free Pringles, das heißt Macros für 1 Ounce, 28 Gramm, 15 Gramm Carbs, 1 Gramm Protein, also schmecken natürlich auch nicht ganz so geil. Ja, also ich hatte die schon mal, würde sie jetzt nicht aber nochmal kaufen. Und dann gibt es aber auch so geile Sorten wie Cheeseburger-Geschmack oder Pizza-Flavor oder Loaded Baked Potato. Ich glaube, was haben wir mal gesehen? Irgendwo habe ich mal eine Chipsorte gesehen, die hieß Bacon and Waffles oder so, ne? Chicken and Waffles. Unglaublich. Brauchst du nicht auch noch Wasser? Ja. So. Der Wagen raus. Ich nehme ganz normales Wasser. Dann
Dann gibt es natürlich auch, wie bei uns eigentlich nur an der Tankstelle, so ganz getrocknetes Fleisch in tausend Varianten. Bin ich nicht so der Freund von, das ist nicht so mein Geschmack. So, jetzt kommen wir zu den Süßigkeiten. Hier Jumbo Bag Reese's, wäre auch genau mein Ding. Mini Reese's sind auch geil. Jetzt muss ich nur noch den finden. Da! Auch schon wieder viel zu viel. Das kann kein Mensch essen. Kann kein Mensch essen. Pack ein. Das ist $5. Pack doch ein. Dafür lasse ich die Cookies hier. Das ist zu viel. Das ist noch mehr Oreo. Wir haben ja Oreo Birthday Cakes. Das ist definitiv mein Schatz. But I guess we get the ladies buy one. Well, that's smart to move it. Ja, habe ich noch gar nicht gezeigt. Das sind die Big Cups. Da ist mehr Peanut Butter drin. Bin schon ein bisschen aufgeregt. So. Also, wir kaufen heute gar nicht so viel ein, weil wir schon viel gekauft haben. Abfahren hier. Zufrieren. Jetzt kaufen wir für die Burger ein. Und es gibt Season Dry Turkey Patties. 5% Fett nur und schon fertig. Das heißt, ein Patty hat 140 Kalorien. Die sind richtig groß. Das heißt, wir brauchen auch Gewürze. Ich habe Burgergewürze. Burgergewürz von Weber. Ja? Ja. Meinst du, das reicht? Kein Salz, kein Pfeffer und so? Haben wir ja alles, glaube ich, nicht, ne? Also, ich glaube, das reicht. Okay, ja dann. So. Oh, sorry. This is the box we should get. So, hier ist die Cheese-Abteilung. Wer den Film, wie heißt der, Borat gesehen hat, der kennt ihn, gell? Wir sehen 1000 Käsevarianten. Das Wichtigste, es gibt Fat-Free Cheese. Guck mal. Provolone. Provolone, absolute Empfehlung für alle Käseliebhaber. Richtig geiler Käse. Kriegt man in Deutschland immer schwer. Aber hier, der Kraft Scheiblettenkäse in Fat-Free, das heißt null Fett, 4 Gramm Protein. Boah, 2% Milch. Reduced Fat Provolone. Da muss ich natürlich online nochmal gucken. Auf jeden Fall den kann ich jedem empfehlen. So richtig geil gibt es in Cheddar und in American Style. Ich finde Cheddar geiler. Ist aber auch recht teuer. Eine Packung kostet $5. So, was haben wir hier? Was sagt die Dame? Eine Scheibe, 3,5 Gramm Fats. Das ist ziemlich akzeptabel. Und für einen Burger geil. Ziemlich geil und auch noch rund. Das heißt, ist gekauft. Geil. So, wo ist die Eisabteilung? Papa braucht noch eins. Geht das hier noch einen weiter? Ja, hier. Link, rechts. Hier ist noch eins. Ja. Kannst du noch essen. Jetzt kommt's. Guck mal, was es gibt. Es gibt eine Golden Oreo Torte. Boah. Alter. Geil. Ein Riesen, also es gibt ja genug Leute, die auf Oreo stehen, ne? Unter anderem ich. Ich kann hier gar nicht stehen bleiben. Ich müsste das alles am liebsten alles essen. Probieren. Aber das ist einfach too much. Kann ich allen empfehlen,
diese Low-Fat-Variante von Ellie Slow Churned. Da habt ihr wirklich nur die Hälfte an Fett, das heißt, ein Cup hat nur 2 Gramm Fett, 21 Gramm Carbs, und die sind eigentlich alle lecker. Viel, viel besser als, schmecken fast genauso wie die überkalorischen. So, Ben & Jerry's habe ich gestern getestet in der Froyo-Variante. Buy one, get one free, Arne, ne? Ja? Ja. Da würde ich mal zuschlagen, ne? Für alle. Ja. Arne, für alle. Sicher? Ja, steht doch da oben. Ben & Jerry's Ice Cream or Frozen Yogurt. Krass. Ist ein richtig geiles Angebot, ne? Da muss ich jetzt natürlich mal zuschlagen. Dann kannst du dir gleich 4 Stück nehmen. Dann kann ich auch nur eins essen. Donnerstag. Ich möchte einfach nur ganz normal Cookie Dough. Was suchst du denn da jetzt? Ob es da noch andere gibt? Glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall, die Froyo-Variante ist geil. Ich glaube, die reicht für mich auch, ne? Ich nehme Half-Baked. Half-Baked. Dann kannst du nochmal 2 nehmen, ne? Ja, ich muss erst mal gucken, was ich noch will. Gesundheit. Ist dir kalt? Ja. Die sind auch richtig lecker. Low Fat. Ich glaube, ein so ein Ding hat. Ein so ein Sandwich hat 150 Kalorien und nur 2 Gramm Fett, 30 Gramm Carbs. Richtig lecker, aber auch richtig teuer. Da esse ich lieber so, spare ich mir noch ein paar mehr Macros und esse so einen ganzen Froyo-Pot. Ich brauche ja wieder mehr. So, ich bin doch noch mal da. Es gibt doch Bud Light. Julia will sich 4 Dosen reinzimmern. Ordentlich Gas geben. Und mein Lieblings nach Sunkist Light Root Beer Diet in einer 2 Liter Buddel. Und was ich auch schon bei vielen YouTubern gesehen habe, Cinnamon Brot. 80 Kalorien eine Scheibe, auch richtig gut. 15 Gramm Fett, 15 Gramm Carbs pro Scheibe. Das hört sich relativ gut an. So, ich glaube, wir sind jetzt durch. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles einmal so gezeigt, was es hier so Schönes zu kaufen gibt. Wie gesagt, vieles haben wir schon. Und guck hier nochmal. Monster. Hallo. Nee, ich glaube, wir sind erstmal durch. Küsschen gibt es auch noch von Juli. Und wir gehen zur Kasse und dann gucken wir mal. Dürft ihr mal raten, was der Einkauf jetzt kosten wird? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr geschätzt hättet und ob ihr da wirklich nah dran lagt. Also Amerika ist teuer. So, wir gehen jetzt zur Kasse und dann gibt es die Auflösung. So, kommen wir hier mal zum Auto. Juli, erzähl doch mal, was eben an der Kasse gerade passiert ist. Wir haben in Amerika ja, doch, wir haben auch schon mal Alkohol gekauft. Wurden wir da noch eine ID gefragt? Nein. Aber da stand extra bei ihr drauf, dass sie nach ITs fragen muss. Okay. So, ich glaube, die meisten wissen ja auch gar nicht, wie alt ich bin. Welche Ellie standen wir hier? Da. Die meisten wissen ja auch gar nicht, wie alt ich bin. Public. Und auch das dürft ihr gerne mal schätzen. Kommt eh wieder keiner drauf. Die Frau an der Kasse hat ihm Komplimente gemacht, wie jung er ist. Ja, darum geht's gar nicht. Es geht darum, die ID müssen ganz viele zeigen, aber dann musste Julia natürlich sagen, wie alt ich bin und dann, was hat sie dann gesagt? Ja, hast du einen guten Fang gemacht. Ja, irgendwie sowas, ja, genau. Hast du einen guten Fang gemacht. Er muss keine Gesichtsoperation machen oder sowas. Ja. trotz einigen Blessuren und Verletzungen. Natürlich hast du erstmal gesagt, Sport hält dich jung. Sport hält dich jung, ja. Ich promote den Fitness-Lifestyle natürlich auch überall, weltweit.
gerade in Amerika. Ja? Und auch bei den Damen an der Kasse von Publix. Auch bei den Damen an der Kasse von Publix. So, jetzt kommt die Auflösung. Julia und ich, wir haben das Spiel ja aufgemacht. Wie viel das ist? Ich habe geschätzt, dass es $65 wären. Julia hat, wie viel hast du geschätzt? 47. 47 und am Ende sind es $52 geworden. Weil die Ben & Jerry's auch 2 für 1 waren. Das heißt, du zahlst den Einkauf, weil ich näher dran war. Ich zahle sowieso den Einkauf. Ja? Ne, Freunde, immer Papa muss den Einkauf zahlen. So. Ja, $52. Das werden wir jetzt ins Auto schleppen und dann nach Hause fahren und dann die Ben und Jerry's killen. Und dann werden wir einfach den Wagen da stehen lassen, so wie ihr das alle immer macht. Ja, das machen in Amerika. Nein, das machen wir nicht. Nein, aber wir machen es natürlich nicht. Und ihr auch nicht, wenn ihr hier seid. So. Nein, als Deutscher machen wir sowas nicht. Ich würde sagen, das war unser Shopping-Trip bei Publix. War jetzt nicht alles, was wir sonst immer kaufen, haben halt auch schon ein bisschen was eingekauft. Läuft die Kamera noch? Ja. Aber ich glaube nicht mehr lange. Nicht mehr lange, gleich Akku leer oder Speicher voll. Mach mal jetzt bitte Schluss, mir ist heiß. Julia ist heiß. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Publix hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Comment da lassen, abonnieren, teilen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video einschaltet mit dem Fitness Elevator in Amerika. Peace.